Nee, ich mach noch einen vierten. Fuck. Einen noch. Gleichzeitig fürchten und wünschen. Wir wüssten nicht, wie wir damit umgingen, würden wir fündig. Und für eins davon sehen manche unsere Erfolgschancen günstig, nämlich Intelligenz herzustellen. Und zwar künstlich. Doch ist es so, dass Intelligenz begrifflich nicht besonders klar bestimmt ist. Doch aus irgendeinem Grund, wenn auch ohne gute Gründe, halten wir uns zumindest selbst für ganz besonders vernünftig. Und so entstand eine Idee im Jahre 1950. Man verwende eine von uns als das Messinstrument und teste, ob sie nach intensiver Korrespondenz mit einer Maschine und mit einem echten Menschen die eine und den anderen verlässlich erkennt. Und wenn nicht, wäre es dann nicht vermessen zu denken, der Maschine ihre Intelligenz absprechen zu können? Zumindest hätte auch sie ein gewisses Recht einzuwenden, dass auch bei ihr Zweifel bestehen an der menschlichen Intelligenz. Naja, auch ich muss, will ich mich nicht verrenken, bekennen, auch bei mir entstehen bisweilen dementsprechende Tendenzen. Und ich weiß nicht, sind wir noch diesseits oder schon jenseits der Grenze, vor der es mir ständig gelänge, mit der gebotenen Strenge zwischen Menschen und künstlichen Intelligenzen zu trennen. Und das liegt nicht nur daran, dass wir noch schlendern und sie schon beginnt zu rennen, sondern auch daran, dass sie überzeugt ist von sich. Und das überzeugt auch mich, weil kaum etwas so überzeugend wie Überzeugung ist. Und es stimmt zwar von dem, was sie behauptet, vieles ganz eindeutig nicht, doch kann ich leugnen, dass auch mein Kopf voller Irrtümer und Täuschungen ist? Freilich nicht, also zweifle ich und folglich beuge ich mich der Erkenntnis, dass uns die Maschine in dieser Hinsicht schon heute übertrifft. Ist sonst ein Unterschied mit tieferer Bedeutung in Sicht? Ist es wirklich doch finster in ihr und in mir leuchtet das Licht? Doch so ganz geheuer ist mir das nicht. Dagegen sträube ich mich. Zumindest so lange, bis das Feuer erlischt. Das Feuer, die Dinge so zu erkennen, wie sie in Wirklichkeit sind. Und nicht bloß so, dass das, was ich über sie sage, halt auch nach irgendwas klingt. Zumindest meistens, auch wenn es vielleicht auch mir doch nicht immer gelingt. Kann es sein, dass dieses Feuer vielleicht doch nicht mehr brennt, sondern höchstens noch glimmt? Bin ich doch nicht schon längst von ständigem Misstrauen zerfressen und zynisch? Und mache es mir in für mich angenehmen Glaubenssätzen gemütlich? Wer kann schon guten Gewissens behaupten, dass sie stets fest bemüht ist? Wer das ernsthaft behauptet, nun ich glaub echt, die belügt sich. Nein, auch die gute Absicht, redlich zu sein, ist allzu oft zweifelhaft. Wie oft schon habe ich mir unberechtigt etwas felsenfest weiß gemacht. Die Maschine belügt zumindest nur uns, und das tut sie meisterhaft. Die Maschine bildet sich nur scheinbar etwas ein auf ihre Geisteskraft. Und manche glauben, dass uns unterscheidend sei unsere Kreativität. Aber ich habe 10 Stunden gebraucht für dieses generische Pamphlet. Währenddessen schreibt die Maschine schon wieder unzählige Essays, darunter sicher auch nicht wenige mit deutlich weniger Klischees. Und gar nicht wenige sind sicher auch nicht weniger originell. Originell heißt ja auch nur ausreichend gut verborgene Quellen. Die rückt die Maschine ja auch nicht raus, selbst wenn ich die Forderung stell. Und manchmal erfindet sie sie auch einfach forsch und unverfroren selbst. Trotzdem glaube ich, den Test erst dann als bestanden beurteilen zu dürfen, wenn auch die Maschine sich Dinge wünscht, aber sie gleichzeitig fürchtet.